Hallo Leute und willkommen hier bei mir Paket. Es ist mal wieder ein Paket aus China eingetroffen und da steckt ein Lippenset mal wieder mit drin aus der Star Wars Serie oder Entschuldigung, Starplan Serie. Und das packen wir heute mal aus. Da hinten steht schon der kleinere Bruder sozusagen, der AT-ST, und hier drin steckt ein AT-AT. Also der legendäre Kampfläufer, das vierbeinige Ungetüm, und der hat ein ganz tolles Feature, der ist sogar elektrisch betrieben, das heißt, er kann später von alleine laufen. Auf vier Beinen natürlich. Also schauen wir mal kurz, was die Chinesen hier Schönes reingeschrieben haben für den Zoll, falls der da mal reinschaut. Preislich noch kurz gesagt, ich habe den sehr günstig bekommen. Es gab noch eine extra Aktion. AliExpress hat irgendwie Jubiläum gefeiert. Kurz gesagt, 54 Euro habe ich bezahlt. Ist normalerweise ein Ticken teurer, so um die 60, 64 Euro, je nachdem, wie gerade der Dollarkurs steht. Also könnt ihr mal so um die 60 Euro euch merken. Hier haben wir drin stehen einen Gesamtwert von 24 US-Dollar und 32 Cent. Also was ist das? Summa summarum 18 Euro so in etwa. Und als Inhalt haben sie geschrieben Blocks, Steine. Tja, also damit sollte man noch keine Probleme haben, solange niemand jetzt genauer hinschaut natürlich. Aber hat mal wieder gut funktioniert. Bisher hatte ich immer Glück gehabt. Wobei ein Paket von mir immer noch im Zoll hängt und das ist komischerweise auch gleichzeitig das kleinste Paket, das ich bestellt habe. Also wirklich recht günstig und nicht allzu viele Teile und das ist nicht aus dem Zoll wieder rausgekommen bisher. Aber all die größeren, das Lego-Haus der Simpsons zum Beispiel oder der R2-D2, alle problemlos durchgekommen. So, hier seht ihr schon, das Päckchen ist mal wieder gut vollgepackt bis oben hin und ja, wie es aussieht, kommt hier auch jedes Päckchen nochmal ohne Nummerierung daher. Das heißt, sortieren ist angesagt. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viele Päckchen hier oder Tütchen hier drin stecken. Neunundzwanzig Tütchen und noch ein paar Waffen hier mit dabei, also ein Blaster, ein Gewehr und so weiter. Die muss man ja immer extra raustrennen hier bei Lippin. Die sind auch noch mit dabei, aber sonst 29 Tütchen. Der Karton ist damit leer. Und hier können wir den Motor sehen, der hier mit dabei ist. Ich hoffe, der funktioniert auch einwandfrei. Also sieht genauso aus wie von Lego. Klar, Lippin baut Lego-Sets nach, weiß mittlerweile ja so ziemlich jeder. Hier haben wir die Batteriebox mit 1, 2, 3, 4 Doppel-A-Batterien kommen hier rein. Und dann eben der Motor, der unseren Kampfläufer dann zum Laufen bringt. Hier ist das Tütchen mit den Minifiguren. Kann man sehen, ich weiß gar nicht, wie viele dabei sind. Sieht aus nach mindestens 3, würde ich jetzt direkt mal sagen. Und hier haben wir die Anleitung einmal fachmännisch zusammengeknickt. Machen wir sie einmal nochmal gerade. Und dort sehen wir vorne stehen, ganz klar, Starplan. Und wir sehen unseren AT-AT. Und bei Lippin ist das dann die Setnummer 05050. Schauen wir kurz mal rein. Wie ist denn der Druck? Wie schaut das denn? Ah, so rum geht es jetzt hier weiter. Komisch, einmal so rumgedruckt. Und dann denkt man, man macht es wie ein Kalender auf. Aber dann ist es doch wieder wie so ein Magazin. Und die sagen hier selbst schon, sortiere den ganzen Kram am besten. Okay. Mache ich natürlich gleich auch. Und dann sehen wir hier die einzelnen Bauabschnitte und der Druck. Der sieht sehr gut aus auf den ersten Blick. Die Farben, ja, die kann man gut unterscheiden. Sieht alles ganz ordentlich und sauber aus. Ich denke, da kann man gut mit bauen. Und jetzt gucke ich mal noch nach, wie viele Seiten wir hier insgesamt haben. Ach da, nur 75 Seiten. Allzu viele Teile sind es auch gar nicht. Daher freue ich mich auf die freue ich mich auf den Zusammenbau. Einmal ist hier hinten jetzt, ich lache nur kurz, hier ist das Lippin-Logo abgeklebt worden und die haben hier sogar noch mal so eine extra Lego Star Wars Werbung irgendwie drauf und haben sogar da noch Starplan dabei geschrieben. Also sehr konstant, was das angeht. Und jetzt musste ich noch mal kurz was nachschauen. Ich habe nämlich nicht mehr gewusst, wie viele Teile es sind. Das hier sind 1137 Teile insgesamt. Und ihr könnt ja sehen, was ich gezahlt habe. Es waren 52,10 Euro, da dann auch ein Rabatt abging. Und wenn ihr es so jetzt kaufen würdet, 57,87 Euro. Ja, kann man doch machen, oder? Ist eben schon ein Unterschied, ob man 57 oder 60 Euro ausgibt oder ausgeben kann.
oder ein paar hundert Euro, was so ein Set dann bei Lego Original kostet. Muss jeder selbst entscheiden, will ich gar nicht wertend drüber diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall hier auf den Zusammenbau. Ihr könnt natürlich alles dann später in einem separaten Video hier bei mir sehen. Wenn ihr Interesse habt, dann klickt ruhig auf den Link hier in der Videobeschreibung, legt euch das Teil selbst zu. Ich bin sehr gespannt. Legen wir los. Bis zum nächsten Mal.